Für eine Weitwanderung oder eine Trekkingtour teile ich meine Packliste in 9 Kategorien ein. Die Big Four, also Rucksack, Schlafsack, Zelt und Isomatte. Kleidung, die ich am Körper trage. Kleidung, die im Rucksack getragen wird. Kochset, Wasser, Elektronik, Hygiene, Erste Hilfe und Reparaturset und Sonstiges. Ich werde jetzt die einzelnen Kategorien durchgehen und dir nicht nur meine exakte Packliste zeigen, sondern auch mehrere, teilweise auch noch günstigere Alternativen vorstellen. Am Körper trage ich folgende Kleidung: Trailrunning-Schuhe und eventuell leichte Gamaschen, Zehensocken, eine Kunstfaserunterhose, eine leichte Wanderhose, den Baselayer und je nach Temperatur und Jahreszeit noch ein zusätzliches Longsleeve, eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille. Meistens bin ich mit leichten Trailrunning-Schuhen ohne Gore-Tex-Membran unterwegs. Wenn möglich, kaufe ich mir das Vorgängermodell, weil ich dafür fast den gleichen Schuh, aber deutlich günstiger bekomme. Als Beispiel, diese Ultra Lone Peak 6 habe ich um die Hälfte günstiger bekommen, weil es mittlerweile ein Nachfolgemodell gibt. Diese Zehensocken von Injinji sind nicht gerade günstig, aber sie sind meine absoluten Lieblingssocken. In Kombination mit den leichten Schuhen bekomme ich in diesen Socken keine Blasen mehr, weder an der Ferse noch irgendwo zwischen den Zehen. Meine Unterhose ist die Under Armour Tech 3. Das ist eine einfache, leichte, schnell trocknende Kunstfaserunterhose. Im Sommer bin ich fast immer in kurzer Hose unterwegs. Das ist die Patagonia Altiva Trail Shorts. Meine beiden langen Wanderhosen sind die Run Bolt von Mammut und die Point Peak von Patagonia. Mein Baselayer ist fast immer ein T-Shirt aus Merino-Wolle. Die Wolle ist antibakteriell und nimmt Gerüche nicht so schnell auf, wie das bei Kunstfaser der Fall ist. Zusätzlich nehme ich noch ein sehr dünnes Longsleeve mit. Bei mir sind das aktuell entweder dieses ultraleichte Laufshirt von Raab mit dem praktischen Zip oder dieser Sun Hoodie von Amazon. Der kostet nur 30 Euro und funktioniert auch einwandfrei und ich trage ihn auch gerne im Alltag. Meine Kopfbedeckung ist entweder der Sonnenhut von Alpine Loacker oder die ultraleichte Laufkappe von Outdoor Research. Meine Sonnenbrille ist die Alpina Cosmic. Die Kleidung, die ich im Rucksack trage, unterteile ich in Zusatzbekleidung, Ersatzbekleidung und Regenbekleidung. Zur Zusatzbekleidung zählen Midlayer, Isolationsjacke, Multifunktionstuch, lange Unterhose und optional eine Fleecemütze und ein paar dünne Handschuhe. Der Midlayer besteht bei mir fast immer aus Fleece. Aktuell verwende ich das R1 AirZip von Patagonia. Meine Isolationsjacke ist eine Daunenjacke. Das ist die Approach von Black Diamond. Sie wiegt nur knapp 300 Gramm, lässt sich klein verpacken und hat eine Daunenzertifizierung. Mein Multifunktionstuch ist von Buff. Ich verwende es für 3 Dinge und zwar als Mütze, Halsband und als Handtuch. Meine lange Unterhose ist eine Merino-Unterhose von Odlo. Verwendet wird diese Hose als meine Schlafhose und als zusätzliche Wärmeschicht unter der kurzen Wanderhose. Optional können noch eine leichte Fleecemütze und dünne Handschuhe mit ins Gepäck. Bei mir sind das die Odlo Active Warm und die Real Stuff Mütze von Jack Wolfskin. Wenn ich nicht gerade im Hochsommer unterwegs bin, habe ich diese zwei eigentlich immer mit dabei. Immer wenn das, was ich am Körper trage, gewaschen wird, kommt die Ersatzbekleidung zum Einsatz. Das sind ein paar Socken, eine Unterhose und ein Baselayer. Die Socken sind wieder die Injinji Trail, meine Unterhose ist wieder die Under Armour und mein Baselayer ist wieder ein Merino-Shirt, diesmal von Supernatural. Meine Regenbekleidung besteht aus einem Regenrock, einem Regenschirm und einer Regenjacke. Bei den 4 größten Gegenständen, also dem Zelt, Schlafsack, Isomatte und dem Rucksack, kann man vergleichsweise am meisten Gewicht sparen. Fangen wir mit den Rucksäcken an. Mein Rucksack ist immer noch der Arc Air von CPEX. Er wiegt inklusive der extrem praktischen Schultertasche 600 Gramm und fast 50 Liter. Ich bin mit diesem Rucksack nach wie vor sehr zufrieden. Mein Liner ist ein etwas dickerer 110 Liter Müllsack. Er hält alles trocken und kostet nicht viel. Mein Zelt ist das Free Duo von CPEX. Es ist ein freistehendes Zwei-Personen-Zelt aus DCF und wiegt 852 Gramm. Es kann auch ohne Stöcke aufgebaut werden und ist groß genug, um darin auch mal einen Regentag gemütlich aussitzen zu können. Eine gute und günstige Alternative ist das Ein-Personen-Zelt von Kiki Life. Das ist deutlich günstiger und wiegt auch nur 915 Gramm. Weitere gute Alternativen sind das Carbon Reflex von MSR und das Nemo Hornet. Eine Liste von leichten Ein- und Zwei-Personen-Zelten verlinke ich unten in der Beschreibung. Meine Heringe sind 6 einfache Standardheringe, sie wiegen 66 Gramm.
Meine Isomatte ist die Tamarest Neo Air X Lite Next und zwar in der breiteren Version. Sie hat einen R-Wert von 4,5 und ein hervorragendes Wärme-Gewichtsverhältnis und sie ist die ideale 3-Jahreszeiten-Allround-Isomatte. Alternativ gibt es noch ein paar andere sehr gute Isomatten, die etwas günstiger sind. Das Video dazu verlinke ich hier oben. Ich verwende keinen Schlafsack, sondern einen sehr leichten Daunenquilt von CPEX. Er wiegt nur 487 Gramm, hat eine Komforttemperatur bis 0 Grad, einen Wärmekragen, eine geschlossene Fußbox und ist mit zertifizierter Daune gefüllt. Als gute Quilt-Alternativen empfehle ich die Quilts von Cumulus oder Lightway. Das sind die aktuell wahrscheinlich günstigsten Quilts am Markt. Für alle, die einen leichten Schlafsack suchen, kann ich die Spark 2 und 3 von Sea-to Summit empfehlen. Mein Schlafkissen ist das Sea-to Summit Aeros. Das aufblasbare Kissen wiegt nur 60 Gramm und lässt sich klein verpacken. Mein Gaskocher ist der BAS 3000T. Mein Kochtopf ist der Tox Titan mit 57 ml. Mein Windschutz ist die Titanfolie von Lixada. Mein Besteck ist der MSR Spork. Mein Feuerzeug ist das Mini von Bic. Zusätzlich ein kleiner Minischwamm und eine kleine Gaskartusche. Diese Größe würde mir jetzt für ca. 10 Tage reichen. Ein Video, bei dem ich genau auf die einzelnen Kochsysteme eingehe, verlinke ich hier oben. Als Wasserflaschen verwende ich zweimal 1,5 Liter und eine 0,5 Liter handelsübliche PET-Flaschen aus dem Supermarkt. Mein Wasserfilter ist der Katadyn B-Free. Meine Elektronik besteht aus Handy, Kopfhörer, Stirnlampe, Powerbank, Schnellladegerät und zwei Ladekabeln. So sieht das ganze System in Aktion aus. Es fängt alles bei dem Schnellladegerät mit zwei USB-C-Anschlüssen an. Von dort aus kann ich gleichzeitig mein Handy und meine Powerbank aufladen. Auch meine Stirnlampe wird mit USB-C geladen. Das Schnellladegerät ist das Anker 521 Nano Pro. Das Ladekabel für das iPhone, das Ladekabel für die Powerbank und die Stirnlampe. Meine Powerbank ist die ultraleichte Nightcore NB10000. Meine Stirnlampe ist die Nightcore NU25 Ultralight. Zusätzlich verwende ich die kabelgebundenen Kopfhörer. Sie sind leichter und müssen nicht separat geladen werden. Verpackt wird das Ganze in einem wasserdichten und robusten Ziploc-Bag von Noax Bags. In meinem Hygienebeutel befinden sich Zahnbürste, Zahnpastatabletten und Zahnseide-Sticks. Das ist meine Naturseife von Dr. Bronner. Diese Seife ist auf pflanzlicher Basis gänzlich ohne Chemie und vollständig biologisch abbaubar. Mein Desinfektionsspray ist auch gleichzeitig mein Deo. Ja, das funktioniert einwandfrei. Abgefüllt wird das in eine kleine Sprühflasche. Ein paar Einwegwaschlappen von Rias. Diese Tabletten bestehen aus Zellulose und auch sie sind biologisch abbaubar. Einfach ein paar Tropfen Wasser drauf und aus der Tablette wird ein praktisches Handtuch. Was die Hygiene auf der Tour betrifft, sind diese Dinger Gold wert. Eine kleine Dose Hirschtalkcreme, falls ich mir mal einen Wolf laufen sollte. Mein Taschenmesser. Auf längeren Touren nehme ich gerne dieses hier mit, weil das zusätzlich zur Pinzette und Schere noch einen praktischen Nagelclipser hat. Auf mein Mikrofaserhandtuch verzichte ich mittlerweile und verwende als Handtuch mein Multifunktionstuch. Das ist mein Erste-Hilfe- und Reparaturset. Darin befinden sich Pflaster, sterile Tücher, Wundauflagen, Mullbinde, Blasenpflaster und eine Tickcard zur Zeckenentfernung. Hier drin befinden sich Ibuprofen, Imodium Akut, Micropur Forte und ein paar Sicherheitsnadeln. Eine Mini-Bepanthen-Salbe zur Wunddesinfektion. Je nach Tour habe ich optional etwas Mückenschutz mit dabei. Das ist Antibrum Forte abgefüllt in eine kleine Sprühflasche. Ein Reparaturset für die Isomatte und etwas Reparaturtape für das Zelt. Ein Alurohr, falls das Zeltgestänge repariert werden muss. Ein Ersatzfeuerzeug mit Leukotape. Noch mehr Leukotape, weil man davon eigentlich nie genug haben kann. Und etwas Panzertape aufgewickelt auf den abgesägten Teil der Zahnbürste. Und ein Ersatzschnürsenkel. Etwas Toilettenpapier und eine kleine Schaufel zum Verbuddeln meiner Hinterlassenschaften. Das ist meine ultraleichte Allround-Isomatte, die ich entweder als Sitzkissen oder als Liegematte verwenden kann. Das ist eine Matte von Exped, die ich mir zugeschnitten habe. Karten und Bargeld kommen in einen stabilen und wasserdichten Ziploc-Bag von Noax Bags. Meine Ersatzkleidung verstaue ich in diesem wasserdichten Packsack von Six Moon Designs. Das sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht. Einen weiteren dieser Packsäcke verwende ich für die Verpflegung. Und zum Abschluss noch eine kleine Tube Sonnencreme. So sieht die Ausrüstung verpackt in meinem Rucksack aus. Das Basisgewicht liegt bei knapp 4,9 Kilogramm. Alles, was unter 5 Kilogramm Basisgewicht liegt, wird als ultraleicht bezeichnet und ist dementsprechend angenehm zu tragen. Zu den knapp 5 Kilogramm Basisgewicht kommen dann natürlich noch Wasser, Proviant und Brennstoff dazu. Zwei weitere Packlisten findest du in diesen Videos. Ich hoffe, das war hilfreich. Alles Gute und bis bald.